Liebe Bastelharry-Freunde, heute haben wir mal ein anderes Projekt. Wer von euch sowas zu Hause hat, wird sofort erkannt haben. Das ist eine Brühgruppe aus dem Kaffeevollautomaten. Und ja, wenn so ein Kaffeevollautomat bedürft ja doch ein Jahr Pflege. Also sprich, ja, nach einer bestimmten Anzahl von zubereiteten Kaffee muss die auch gereinigt werden, die Maschine. Auch diese Brühgruppe hier natürlich, wenn sie Gott sei Dank entnehmbar ist, wie hier in meinem Fall. Ja, das macht man am besten unter fließend Wasser. Ich habe da noch so einen Pinsel, kann man hier mal ein bisschen ringieren und das noch sauber pinseln und so. Aber von Zeit zu Zeit ist es ratsam, diese Brühgruppe mal eine Intensivreinigung zu unterziehen, weil man sieht ja hier schon diese ganzen Falzen, die hier sind, diese ganzen Ecken, Kanten, wo man hier hinten noch nicht mehr mit dem Pinsel richtig rinkommt und so. Löcher hat sie überall. Da setzt sich schon so einiges fest an alten Kaffee. Und ja, Kaffee hat das leider so an sich, der fängt auch irgendwann mal an zu schimmeln. Und wer will schon ganz ehrlich durchgepressten Schimmel trinken? Das möchte, glaube ich, keiner. Und darum mache ich von Zeit zu Zeit eben mal eine Komplettreinigung meiner Brühgruppe. Dazu nehme ich sie auseinander. Und ja, das mache ich heute mal wieder und lasse einfach mal die Kamera laufen und euch dabei zusehen. Und solltet ihr selber vorhaben, mal sowas zu machen, dann ist immer ganz ratsam, wenn man vorher checkt, ob die Gummis, die hier verbaut sind, noch soweit in Ordnung sind. Also man kann da auch so ein bisschen nach den Jahren gehen, wenn das Ding schon 7 Jahre alt ist oder so, dann brauchst du auf alle Fälle mal neue. Dann kann man sich die schon bestellen und bereitlegen, damit man denn da nicht irgendwie in Verzug gerät. Gut, dann fangen wir mal an mit der ganzen Geschichte. Die Brühgruppe selber ist zugeschraubt mit diesen kleinen Torx-Schrauben hier. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann hier. Ne, wahrscheinlich nicht. Das ist hier wieder zu dunkel. Hier mal reinleuchten. Da kann man sie erkennen. Da gucken wir jetzt mal, welche Größe das ist. Und dann schrauben wir das Ding mal auseinander. Also Obacht, es sind zwei verschiedene Schraubenlängen. Die erste, die wir rausgedreht haben, die hier unten den Mittelteil hält, das ist die lange. Und die anderen drei, die hier noch dran sind, die sind gleich lang. Darf man ja nicht verwechseln, sonst hat man gleich, ist die so ein bisschen dünner, sonst hat man eventuell ein Loch in der Brühgruppe, wo man keins haben möchte. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir sie schon auseinander bekommen. Jawohl. Kann man das hier mal ganz vorsichtig auseinanderziehen. Ist jetzt noch ein kleiner Widerstand. Und zwar kannst du jetzt die Brühgruppe hier nochmal runterdrehen. Ich glaube, oben ist auch nochmal eine Schraube zu lösen. Bin ich irre? Aber das ist eine Kreuz. Hängt doch mittig zusammen, ne? Ja, die sind beide gleich lang. Da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Hier ist dann noch die Feder, die darf nicht wegkommen, die braucht man. Nicht irre. Und hier noch so eine Nase dran. Ah, jetzt haben wir ihn. Okay. Um die beiden Teile auseinander zu bekommen, müsst ihr hier, ich zeige das jetzt mal schon im offenen Zustand, diese beiden Laschen. Zeigt denn das jetzt hier? Diese beiden Laschen hier nach hinten drücken, in zwei Stück. Und dann kann man das praktisch nach oben hin
wegziehen. Und dann hat man praktisch zwei Hälften, ja, von der Brühgruppe. Einmal die Hälfte, wo jetzt hier noch der Trichter dran ist, und einmal die Hälfte, wo die Quetscheinheit dran ist. Und da kann man jetzt schon schön sehen, wo hier überall noch der Dreck festhängt, wo man sonst ja nicht rankommt. Ja, hier überall. Das ist normalerweise ja auch gefettete Teil. Das werden wir auch wieder neu fetten, wenn wir es dann nachher sauber haben. So, wenn wir die Teile jetzt so haben, dann können wir jetzt schon ans Reinigen. Dazu mache ich mir jetzt ein bisschen warmes Wasser und ein feines Spülmittel, normales, und reinige die Dinger. Und dann geht es wieder ans Zusammensetzen. Nachdem wir nur alles schön gereinigt haben, geht es darum, das ganze Ding wieder zusammenzubauen. Vorm Zusammenbauen sollte man das allerdings nochmal fetten. Ich habe jetzt hier das Sieb noch gereinigt. Das hatte ich ausgebaut. Das ist auch immer sehr dreckig. Also das sollte man auf alle Fälle gleich mitmachen, wenn man schon mal dabei ist. So, zum Fetten kann man Silikonfett nehmen. Es gibt da auch so lebensmittelechtes Fett halt. Das ist wie grohe Hahnfett oder sowas. Das sieht ein bisschen aus wie eine Vaseline. Funktioniert damit aber tadellos. Ich fette halt immer alle beweglichen Teile, also sprich diese Schienen, die hier sind, damit das hier einigermaßen leicht flutscht. Da kommt ein bisschen Fett bei mir rein. Übrigens, mit dem Reinigen in dieser Brühgruppe kann man bei manchen Maschinen oder ja bei den Maschinen, wo das auftritt, auch das lästige Quietschgeräusch wegbekommen. Hat der eine oder andere vielleicht schon mal aus seiner Maschine gehört. Da wird es in Angst und Bange, wenn diese die Quietsche anfängt. Das ist wirklich marktzerreißend sozusagen. Extrem laut. Kommt auch hier von diesen Teilen, die sich hier halt innerhalb dieser Mechanik hier bewegen und dann eben auch Quietschgeräusche machen. Teilweise quietscht aber auch das Ventil, was in der Maschine verbaut ist. Das kann auch Quietschgeräusche verursachen. Dann den Ring, den legen wir hier wieder drum. Und dann kann man den auch noch ein bisschen fetten. Jetzt im Vorfeld schon mal fetten, weil nachher kommt man wieder doof ran hinten. Das macht sich dann immer doof. Fetten wir lieber gleich. Gut. Das bewegt sich in alle Richtungen. Sieht schon mal ganz gut aus. So, und
jetzt kommt denn die lange, die wir hier rausgedreht hatten, wieder rein. Die müssen dann wieder durch dieses Loch denn da festmachen. So. So, jetzt können wir hier diesen kleinen O-Ring noch ein bisschen fett geben. Nicht viel. Gerade so, dass es ein bisschen gedeckt ist ringsrum. Der kommt denn jetzt hier in diese Aussparung rein. Dann die Glaskugel nicht vergessen, wichtig, die kommt darin, die Feder, und dann kommt der Auslauf wieder raufgesetzt. Und das war jetzt im Großen und Ganzen schon die ganze Wartung der Brühgruppe. Und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, können wir uns jetzt einen Kaffee machen. Und der sollte dann wieder lecker nach Kaffee schmecken und nicht nach Schimmel. Dann kommt die Brühgruppe hier wieder eingeschoben. Die rastet da einfach so ein. Dann brauchen wir hier den Auffang und natürlich den Tresterbehälter. So, wollen wir mal sehen. Okay, jetzt heizt er erstmal auf und dann probieren wir mal einen Kaffee zu machen. Jetzt ist er jetzt. Dann starten wir mal. So, der Kaffee, der sieht wunderbar aus, hat eine wunderschöne Creme. Und im Trester liegt der Kaffeerest. Sehr gut. Jo, das sollte gewesen sein. Wie gesagt, wenn ihr so eine Maschine habt, denkt nicht immer, dass das, was in der Anleitung steht, stimmt hier mit dem Abspülen so, sondern man sollte auch ab und zu mal diese ganze Brühgruppe reinigen. Vielen Dank fürs Zusehen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Tschüss.